Willkommen beim ersten iOS Talk, also dem ersten mit Hangout. iOS Talks, also iOS Treffen, gibt es schon seit über einem Jahr hier in Oberhausen, in der Nähe vom Apple Store, der ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Wir treffen uns da eigentlich einmal im Monat, haben immer irgendwie ein oder zwei Gäste, App-Entwickler, Gadget-Entwickler. Und es kam die Idee auf, lasst uns das Ganze doch einfach mal so machen, dass auch andere Leute teilnehmen können, die nicht gerade hier in Oberhausen sind. Gesagt, getan, Gastsprecher organisiert und heute geht's los. Erster iOS Talk, iOS Talk Nummer 12, der erste via Hangout. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zum iOS Talk via Hangout. Das Ganze laggt ein kleines bisschen, die Technik ist wundervoll, erlaubt noch nicht immer das, was wir eigentlich möchten. Nichtsdestotrotz werden wir heute Abend hier einen kleinen Gesprächskreis aufziehen mit Hangout und einigen Gästen. Dabei ist heute das Technik-Faultier. Das ist dein Auftritt. Jawohl, du darfst winken. Kai aus Düsseldorf. Jemand aus ganz aus dem Süden. Fast. Der Dennis. Du, Hickey. Hallo. Aus Dortmund. Den Julian. Say what? Und jetzt so richtig ganz, ganz tief aus dem Süden. Martin Rechsteiner. Deshalb so braun. Okay. Ja, uns fehlen jetzt gerade noch zwei Herrschaften in der Runde. Und zwar zum einen ist der Robert Bartic noch nicht dabei und zum zweiten Johann Jungwirth. Einer von unseren beiden Gästen, also der Herr Jungwirth, ist gerade in den USA und wir versuchen hier was richtig Nerdiges und er versucht sich via iPhone-App und Google Hangout hier in dieses Gespräch mit reinzuziehen. Und dann haben wir so gesehen einen Chefentwickler von Daimler dabei, der uns was zu deren Apps erzählt. Kurze Unterbrechung. Beim Bearbeiten der Aufnahme am nächsten Morgen bemerkte ich, wir haben große Lautstärke-Schwankungen. Also nachjustieren. Okay. Erste Frage, hat jeder von uns ein iPhone? Ja. Zweite Frage, nutzt irgendjemand darauf sein... sogar mit Beweisfoto, hey, okay, wenn es danach geht, ja, bitte, ja, jetzt, wir haben alle entsprechend, können das jetzt alle in die Kamera halten, so mehr oder weniger, ja. Okay. Kai hat keins, der sucht unterm Tisch nur. Okay, also Frage Nummer 1 haben wir schon mal geklärt, jeder von uns hat ein iPhone, wer nutzt denn darauf auch ein Navigationssystem? Also, Navi-App. Ja. Wer hat Navigon? Okay, das war deutlich. Die Szene verwenden wir auf jeden Fall. Wunderbar. Marktumfrage sofort bestätigt. Alles klar, Marktführer. Es ist dein Part zum Thema Navigon. Hallo Robert, grüß dich. Hallo. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn man wirklich von einem TomTom-System Festsystem zum Navigon dann auf einmal erstmal wegen dem ganzen System an sich und in der Zeit 4 Jahre haben sich natürlich auch viele Sachen getan. Also das heißt, mir werden jetzt Straßenschilder angezeigt, also direkt die richtige Richtung. Ich hänge nicht mehr wie bei TomTom damals in irgendeinem Autobahnkreuz und weiß jetzt nicht genau, wo ich langfahren soll. Also es sind doch einige Sachen, die sich da getan haben. Besseres User-Interface unter anderem, grafisch besser aufbereitet, viel mehr Features, Live-Traffic und so weiter und so fort. Und das natürlich gekoppelt im Mobiltelefon, das ist immer noch für mich das Nonplusultra. Für Robert, gerade der nachgerückt ist, grüß dich Robert. Wir sprechen gerade über das Thema Navigon-App und hatten eben eine kurze Umfrage gemacht, wer nutzt denn die App und haben festgestellt, alle. Gleichzeitig gingen alle Hände hoch und jeder hatte die gleiche App und okay, damit hatten wir das Thema auch schon mal geklärt. Robert, welche App nutzt du denn? Google Maps App, ganz einfach, auf dem Android. Okay. Das war der Mann, genau, der auch eben auf die erste Frage nicht hätte Ja sagen können. Erste Frage war ja von uns, hat alles ein iPhone? Waren auch entsprechend alle Geräte zu sehen. Zweite Frage war dann danach, wer hat Navigon? Und auch da waren alle Hände oben, ja. Ja, okay, wir haben es schon verstanden. Ja. Ja.
warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin zu diesem ganzen heutigen Termin und zu dem Thema, ist relativ einfach zu erklären. Ich schaffe mir ein neues Auto an. Ich habe festgestellt, in den letzten Jahren fahre ich relativ wenig mit dem Auto durch die Gegend und daraus ergab sich, kurz mal Fenster freigeben. Daraus ergab sich, dass ich gesagt habe, okay, wenn das mein Auto ist, es ist sehr klein, ja, aber dann möchte ich so gesehen das Beste aus der Situation herausholen. Und es gibt eben, macht man sich natürlich auch mal schlau, wenn man sich ein neues Auto anschafft. Also jedenfalls, ich habe mir überlegt, neues Auto ist ein Thema, was brauche ich dann zum Leben? Ich hatte mir kurz vorher entsprechend das Handy ja geholt, das iPhone 4S. Und dann schaut man auch, was bietet so gesehen die verschiedenen Hersteller zum Handy an Möglichkeiten. Bei Audi gibt es nur eine sehr einfache Schnittstelle. So genauso war es eigentlich bei der gesamten Volkswagen-Gruppe. Und dann habe ich mir eben den Smart auch nochmal angeschaut. Und ja, von denen gibt es einige Apps zum Smart. Da ist zum einen die App hier. Mit der kann man eigentlich nichts anderes machen, außer zu sagen, super, gefällt mir. Damit kann ich mitteilen wie anderen Leuten, wie das Wetter gerade ist und ob ich dann gemeinsam mit dem im Cabrio unterwegs sein möchte. Kann man machen. Ein bisschen praktischer fand ich schon die App hier. Das ist eine Möglichkeit zu gesehen, sich darüber zu informieren, wann hat man geparkt, wie lange und wo habe ich eigentlich geparkt. Ja, da kann ich nachschauen, wie ich wieder zu meinem Auto zurückfinde. Und die dritte App, die es von denen gibt, ist eigentlich ein komplettes Integrationssystem. Auch schon für ein Smart, ist erstmal 30 Tage kostenlos zu nutzen. Und ich denke, über die App werden wir auch gleich nochmal ein bisschen reden. Mit dem Herrn Jungwirth. Wenn das dann so klappt. Wenn die Technik uns nicht verlässt. Ich probiere ihn nochmal einzuladen. Ja, ich zeig Ihnen mal kurz hier im Hintergrund, ich kann ja auch die Kamera mal kurz umschalten hier. Bin hier gerade bei Google auf Campus, GWC1 Building, ja, mit einem Google Car hier im Hintergrund, also schalte ich wieder um auf mich und gehe jetzt ins Auto. So, ich hoffe, ihr hört mich soweit alles bestens in Deutschland. Okay, also begleiten wir jetzt erstmal den Weg zum Auto. Das war der einfache Part. Hervorragend. Immer noch Verbindung. Also wir machen eigentlich, wie gesagt, gleich den Härtetest. Wir machen ja nicht nur einfach mal so eine Tour mit Google Hangout, sondern gleich noch mit jemandem über Mobilfunknetz dazugeschaltet, auf einem anderen Kontinent, andere Zeitzonen. Ja. Super, herzlichen Dank für die Einladung. Also, dazu kann ich etwas sagen. Also, die Smart Drive App ist ja nochmal die erste Lösung für uns gewesen, wo wir also ein Smartphone wirklich ins Fahrzeug integriert haben. Mit der Smart Drive App haben wir also eine Infotainment-Lösung geschaffen, wo das iPhone, damals iPhone 3GS, dann iPhone 4, iPhone 4S, letztendlich das Herzstück dieser Infotainment. Ja, wir haben also in einer App im Prinzip Media mit Internetradio also im Prinzip Zugriff auf die ganze Musikkollektion auf dem iPhone, dann eine vollständige Navigation, ja, mit Karte, mit Traffic, mit Turn-by-Turn-Navigation und dann natürlich Zugriff auf Kontakte etc. und Zugriff auf, wenn man Smart Electric Drive hat, auf die ganzen Daten, Ladezustand etc. Und das alles in einem Format, was den Driver's Distraction Guidelines entspricht. Ja, den ESOP Guidelines in Europa, den AAM Guidelines in den USA, weil in dem Fall, in der ersten Generation, nutzen wir wirklich das iPhone als User Interface. Ja, das heißt, man hat also ein Cradle, welches direkt neben dem Einfachradio und das heißt, man bedient diese Infotainment direkt am iPhone, aber es entspricht diesen Guidelines, ja, mit großen Softkeys, mit großformatigen Texten, alles einfach lesbar und quasi eine vollintegrierte Lösung basiert auf dem iPhone. Das war jetzt für uns die erste Generation. Ja, in 2010 eingeführt im Smart,
dann einige Updates gemacht, einige neue Länder hinzugefügt über jetzt die letzten 2 Jahre. Und für uns jetzt der nächste Step ist, also auch die iOS-Integration im Fahrzeug, letztendlich des iPhones verstecken, ja, das heißt nach wie vor eine iPhone-App auf dem iPhone laufen zu haben, welche allerdings den Bildschirm im Fahrzeug komplett teilt. Ja, das heißt also, ob man dann ein Audio 20 hat, also unser Entry-Level Radio in einer neuen A-Klasse zum Beispiel, also Generalausstattung, auf der B-Klasse aufwärts, beziehungsweise dann Command Online als High-End-Variante, Serienausstattung natürlich in der S-Klasse, eine Sonderausstattung in den meisten anderen Baureihen. Das heißt, man kann dann eben diese Zusatzlösung kaufen. Das heißt, man braucht ein Kit im Fahrzeug, welches man über das Expense Accessories natürlich gerät, auch als X-Factory-Lösung kaufen kann. Und kann dann sozusagen eine iPhone-App kostenlos aus dem App Store herunterladen, installieren. Und hat dann sozusagen also wiederum ja, das iPhone als Herzstück, aber so voll integriert, dass das Bild, so wie heute jetzt bei einer voll integrierten Lösung, also einer Head Unit mit dem Payment System, also komplett auf dem Head Unit Display, sei es jetzt etwas kleinere Display mit der etwas geringeren Auflösung, dann auch die 20 oder Hochauflösung, ein großer Bildschirm im Command, kann man damit voll integrieren und die App, also das, was man auf dem Bildschirm sieht, wie vorhin in den Screenshots gezeigt, lässt sich also komplett über den Controller in der Mittlerlane also bedienen. Das heißt also, man bedient nichts am iPhone selbst. Das iPhone steckt man einfach nur ein. Die App, die startet automatisch und somit ist einmal im Prinzip diese integrierte Lösung aktiv und wir haben also auch eine neue Menüführung eingeführt mit Media, Social und Places. Wir haben auch dort eine vollwertige Navigation komplett integriert und was wirklich neu ist auch in dieser Lösung, ist, dass wir die sozialen Netzwerke, ja, also als DNA, als Core Part dieser Integration umgesetzt haben. Das heißt, man findet überall, also in den verschiedenen App-Inhalten, immer Share-Funktionen, Sharing über Twitter, Sharing über Facebook, etc. Man kann also sein Navigationsziel oder seinen aktuellen Standort mit seinen Freunden teilen. Man kann die aktuelle Musik, die man hört, ob es jetzt Audio Personalized Radio ist oder Audio Internet Radio oder ob es eben Songs von der lokalen Musikdatenbank sind, kann man sharen mit Freunden. Und was ganz neu ist, ja, was wir auch als erste auf den Markt bringen, ist Glimpse. Ich weiß nicht, inwiefern Glimpse in Europa bekannt ist, aber Glimpse, ein Startup-Unternehmen hier im Valley, ja, sehr, sehr innovativ, hat jetzt über 3 Millionen User schon und damit kann ich letztendlich meine Position für eine bestimmte Zeit share, ja, für 10 Minuten, 15 Minuten, 30 oder 40 Minuten mit Freunden, mit der Familie, mit Arbeitskollegen, wenn ich irgendwie zu spät bin oder auf dem Weg nach Hause bin, wissen meine Kids schon, wann sie am Fenster warten müssen, etc. Verschiedene Use Cases oder Prozesse, genau so das machen. Okay, bei diesem ganzen Thema Integration finde ich alles gut, aber Fragestellung für mich an der Stelle ist das Thema Fahrzeugsicherheit. Also es ist ja wie mit der Freisprecheinrichtung, wie mit dem Anschnallen und all diesen schönen Dingen, die uns das Leben am Ende ja sicherer machen. Sicherlich gibt es auch da Einschränkungen. Wie ist das geregelt? Also, ich meine, wir halten uns ganz klar an die AAM-Guideline, die jetzt diesbezüglich die härtesten Requirements hat. Also AAM steht für Alliance of Automotive Manufacturers. Da gibt es also eine Driver's Dispatching Guideline, wo wir als Unternehmen auch uns dazu verpflichten, ja, also selbst verpflichten, die einzuhalten mit all unseren Produkten, die wir auf den Markt bringen. Das heißt, wir haben also schon sehr rigorose Tests, die wir durchführen für alle Applikationsteile. Und zum einen werden die mindestens Schriftgrößen, die Kontraste und sehr, sehr viel mehr also festgelegt, ja, für diese Lösung in dem Fahrzeug. Und des Weiteren prüfen wir auch, ob wir bestimmte Features sperren müssen während der Fahrt. Ja, das ist
definitiv Umfänge, wie jetzt ein Browsing, Internetradio, also der verschiedenen, wenn man jetzt anfängt mit dem Radio, jetzt nach Kontinent, dann nach Land, dann nach Genre, etc. Also da gibt es ganz, ganz konkrete Kriterien, wenn die nicht erfüllt werden, dann werden bestimmte Funktionen oder diese Funktionen während der Fahrt gesperrt. Das betrifft also, die Onboard in vorintegrierten Handynet-Lösungen, genauso wie so eine Smartphone oder jetzt in diesem Fall iPhone-basierte Lösung. Das heißt, die ganzen Anforderungen an Spenden bzw. gelten also für diese Smartphone-basierten Lösungen auch. Okay, also Sicherheit wird nach wie vor ganz groß geschrieben, weil alles andere wäre nicht günstig. Also ich meine, für uns ist es also mit das A und O, wir haften ganz klar für die Produkte, die wir auf den Markt bringen und dementsprechend legen wir da extrem viel Wert drauf. Ich glaube, die Marke Mercedes-Benz steht für Sicherheit und das gilt also nicht nur für unsere Safety- und Driver Assistance-Systeme, sondern genauso für die Infotainment-Lösungen oder alles, was wir letztendlich im Fahrzeug vor allem natürlich den Fahrer an. Sieht anders aus, wenn wir über den Beifahrer oder über die Passagiere auf der Rücksitzbank gehen. Ist das jetzt eigentlich ein typisch deutsches Verhalten, als erstes ein Ja und ein Aber und Sicherheit einzuwerfen? Also ich muss sagen, das Thema Sicherheit ist hier in den USA noch viel, es wird noch viel intensiver diskutiert und wenn man sich Rayla Hood anschaut, Verkehrsminister hier sozusagen, die Offensive, die er gestartet hat und die NHTSA, NHTSA-Organisation, die gerade dabei ist, eventuell sogar noch strengere Regeln, eventuell sogar Gesetze einzuführen, die noch über das hinausgehen, also was eine AEM-Guideline letztendlich bleibt. Also von dem her ist es überhaupt nicht typisch deutsch, sondern im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, USA ist hier Frontrunner bezüglich diesem Thema Sicherheit und speziell das Thema Driver's Distraction. Und Texting while driving, ist so ein Begriff. Es gibt auch viele Organisationen, nicht nur die NHTSA und die Gesetzgebung oder AEM Guideline bzw. diese Alliance, die sich damit beschäftigen, und ganz klar letztendlich die Verkehrsteilnehmer schützen möchten, zum Teil vor sich selbst. Ich erinnere mich daran, 1996, 1997, als das Thema Freisprechanrichtung aufkam, ich glaube, zuerst war das ein Gesetz in Australien. Und war zuerst in Australien und irgendwann kam auch die Diskussion in Deutschland auf. Da hat auch jeder gesagt, ach, brauche ich ja nicht, geht ja auch alles so, bis sich genügend Leute doch mal dann um den Baum gewickelt haben. Ja, definitiv. Also wir gehen da immer auf Nummer sicher. Also wenn wir gerade auch bei diesen Tests feststellen, dass etwas zu ablenkend ist, dann sperren wir diese Funktion während der Fahrt und bieten sie nur an, wenn das Fahrzeug hält. Also, wir haben den Preis dieses Kits, das Preis-Kit Plus, Stand heute noch nicht disclosed, wird demnächst erfolgen. Die App an sich wird kostenlos sein. Wir bauen also die Kosten für den ganzen Content, für die Navigation etc. in den Kitpreis mit ein. Das heißt, man kauft die Hardware und dann der Rest ist sozusagen inklusive, vor allem die App inklusive den ganzen Content mit Internetradio, Personal Radio, von auch Kio, der Navigation mit Lems etc. all den Aufträgen. Okay. Und zu wann? Dieses Jahr noch oder nächstes Jahr? Also ganz klar dieses Jahr. Ja, wir haben uns committed, also zur Markteinführung der neuen A-Klasse im Herbst die Lösung auf dem Markt zu haben. Und wir starten mit der Verfügbarkeit dieser Lösung für die neue A-Klasse, werden dann aber sukzessive die Lösung auch in der B-Klasse, C-Klasse, E-Klasse und anderen Baureihen anbieten. Jetzt bin hier bei Apple angekommen. Im Hintergrund sieht man das Apple-Gebäude mit One Infinite Loop. Wird hier ein
Anderthalb Stunden Meeting bei Apple, ja, nach der Session bei Google heute Morgen. Anderthalb Stunden dort. Dementsprechend habe ich jetzt nur noch 6-7 Minuten. Vielen lieben Dank. Ich mache parallel einchecken hier. Was ist denn so eure Meinung für diesem Thema Integration so stark in das Fahrzeug hinein, dass das iPhone selbst eigentlich schon gar nicht mehr genutzt wird? Oh, das war jetzt ziemlich hügelig bei mir. Mach mal die Torrents im Hintergrund aus. Ich habe keinen. Sowas habe ich gar nicht. Was ich ja ein bisschen schade fand, dass er gar nicht mehr darauf eingehen konnte, gerade von wegen Text-to-Speech und Speech-to-Text, ob man nicht eine Sprachsteuerung da ins Auto mit integrieren könnte, ob das irgendwie bei denen auch drin ist. Weil jetzt ging es nur ums Interface über den Bildschirm, den sie da selber drin haben, und gar nicht, wie man das steuern könnte von wegen über Sprache. Also so gesehen Siri. Ich habe auch schon Gedanken drum gemacht und hätte auch gerne die Frage gestellt, ob es da irgendwelche Probleme bei der App-Entwicklung gibt, weil Apple schiebt dem einen oder anderen Programmiersächelchen ja auch mal eine Riegel vor. Vielleicht auch was mit Siri zu tun hat oder ähnlichem. Also bestimmte Schnittstellen werden da auch gerne von Apple mal irgendwie geblockt aus, was weiß ich was, gefunden. Und da wäre es natürlich interessant zu wissen, ob der Entwickler selber da an vielen Hürden scheitert eventuell. Also, dass mehr möglich wäre, es aber nicht umgesetzt werden kann. Ich vermute einfach mal... ...wirkt schon damit, dass sie der erste Autohersteller sind, die Siri unterstützen werden. Also, die sind im Moment noch sehr fest davon überzeugt, dass sie diese Siri-Integration irgendwie hinkriegen. Also, ich glaube, das kann auch gar nicht so schwierig sein, weil ich benutze Siri auch im Auto einfach über ganz normales Bluetooth-Radio. Und damit funktioniert das einwandfrei. Also, wenn es darüber funktioniert, warum sollte es dann nicht über eine andere Schnittstelle funktionieren? Weil immer die Frage ist, welche Schnittstellen zugelassen werden auf die App, die du selber entwickelt hast. Das ist ja irgendwie so der springende Punkt. Aber bei einem Autohersteller wie Daimler, der extra schon sein App-Entwicklerstudio auch zufällig in die richtige Stadt legt, wie wir heute gerade gesehen haben, gehe ich davon aus, dass die da ganz andere Möglichkeiten haben, als wenn du ein kleiner Entwickler aus Essen sein solltest und sagst, ich möchte sowas Ähnliches entwickeln. Da sehe ich, glaube ich... Dann lass die Firma mal auf die Idee kommen, irgendwas zu integrieren, was der große Konzern in Zukunft selber vorhat. Dann wird es schwierig. Klar, aber Apple wird sicherlich nicht, nein, wird vermutlich nicht anfangen, jetzt als nächstes ein Auto herzustellen, würde ich mal so. Ja, natürlich nie. Man soll ja niemals nie sagen. Robert, was sagst du noch so zu dem Thema? Ja, also ich habe mich über keinen gewundert, weil er hat ja gemeint, das wäre für ihn das nur so das normale iPhone und ich brauche irgendwie einen Audio-Input-Eingang, einen Output. Und das war's. Nur ist es ja so, wenn jetzt mal viele, und wie gefährlich das teilweise ist, ich bin dann in Twitter, also ich mache das während der Fahrt natürlich niemals. Ja klar, es ist wirklich gefährlich. Du gehst dann ab und zu in Facebook, du gehst in Mails, du kannst dich auch vorlesen lassen, aber du fummelst drin an diesem kleinen blöden Screen rum. Du bist total abgelenkt. Und was Herr Daimler gesagt hat, hat ja zwei Gründe. Das eine ist Driver Security, also die Sicherheit des Fahrens geht vor. Also bringen wir den ganzen Kram auf den eigenen Bildschirm und lassen es über unsere Systeme laufen. Und der zweite Hintergrund war ja, darauf ist Deja ja gar nicht eingegangen. Daimler selber kommt ja gar nicht mit der App-Entwicklung hinterher. Und die wissen ja auch gar nicht, was der Kunde draußen braucht. Und der Markt für die ist nicht so groß, dass da jetzt 20.000 Firmen sich mit deren Schnittstelle, wenn die eine mal aufmachen würden, was sie ja im Plan haben, befassen würden. Also war die Lösung gewesen zu sagen, lass den Kunden doch seine Erfahrungswelt von seinem iPhone und von seinem Samsung, weil wir können nicht von, quasi einbauen, sondern lass ihn seinen Samsung oder sein iPhone oder whatever. Und gib ihnen nur den großen Screen, dann ist das Ganze viel sicherer und es kann er bedienen, zentral von diesem kleinen Rädchen. Und Sprache ist übrigens sowieso geplant, also das hat der JJ wahrscheinlich nicht gesagt, aber es wird sowieso mit eingeführt. Und du kannst mit Text-to-Speech natürlich halt eben genauso dir die Informationen geben lassen, was ja super wichtig ist, in Facebook-Timeline zum Beispiel vorlesen lassen. Und umgekehrt kannst du auch Kommandos natürlich loslassen. Das wird wahrscheinlich mit Siri laufen, weil die verhandeln ja schon seit Jahren mit Google und mit Apple und die sind so dicht dran, die werfen sich ja keine Steine in den Weg deswegen. Ja, die kooperieren ja sehr, sehr eng zusammen, diese Großkonzerne. Und deswegen, also ich finde diese Lösung, wie sie jetzt in der A-Klasse quasi implementiert wird, genau den Weg weisen, weil damit Daimler eben diese Krise 2013 geplant bei der Wien laut Ingenieuren. Das war so zum Hintergrund und kam jetzt aufgrund des Marktdrucks und des Wettbewerbes gegenüber den anderen Premium-Klassen halt schon vorher raus.
Das war so ein bisschen überraschend. Was ich daran recht spannend finde, ist, dass es ja vor Jahren schon Vorstöße von einem anderen großen Softwareunternehmen gab, auch mal ins Auto hinein. Und ich glaube, damals waren die Autohersteller nicht so ganz davon angetan. Stellen wir uns vor, du steigst in deine S-Klasse und neben dir ist das Display und auf dem Display siehst du damit einmal ein Bluescreen. Das würde vermutlich, also diese Art der Integration, die damals mal angedacht war, ist, glaube ich, nicht ganz das, was die Herrschaften sich heutzutage auch noch als Autohersteller und auch als Softwarehersteller jeweils haben möchten. Na gut, da musst du ja Microsoft verstehen. Microsoft hat ja keine Automotive-Abteilung für sich. Die haben ja wahnsinnig viele verschiedene Bereiche, die sich mit Automotive beschäftigen. Und das ist halt deren strategischer Nachteil, dass die keine eigene Riesenabteilung haben, die nur Automobil macht. Das kommt da jetzt wahrscheinlich. Deswegen verhandeln ja die Autokonzerne jetzt mit den großen Elektronikherstellern, was kann man noch mehr in Entertainment einpacken, sodass du wie Bang & Olufsen ja anbieten dann, okay, lieber Kunde, also wir reden jetzt um Premium, du hast zu Hause dein Multimedia-System mit deinen ganzen Songs in New York, in Zürich, in Paris. Ich mache jetzt mal einfach ein reales Beispiel. Wenn du deine Musik halt einfach mitnehmen willst, dann bieten wir dir das an. Das muss aber mit dem Autohersteller vereinbart werden, ja, wie soll denn die Schnittstelle aussehen? Und das heißt, hier geht man paketiert voran und natürlich wird Microsoft auch in Zukunft viel verstärkt in diesem Bereich rangehen. Da geht es ja nicht um Bluescreen-Problem, sondern geht halt darum, wie kann man fokussiert da rangehen. Und nicht umsonst war ja der Zetschef, also der Daimler-Chef auf der CES-Show und hat angesagt, die Daimler steht jetzt bereit für euch, Entertainment-Industrie und Consumer Electronics, dass wir unseren Wagen entsprechend mit euch zusammen irgendwie so produzieren, dass wir gemeinsam Spaß haben und der Kunde den maximalen Spaß hat. Und da passiert relativ viel momentan in den Bereichen, das passiert ja nicht nur mit Daimler. BMW hat jetzt vor kurzem erst in China ein neues Gebäude aufgemacht, gerade für die App-Entwicklung, weil die Chinesen wieder spezieller sind und wollen sehr nah am Kunden entwickeln. Das ist auch eine super spannende Entwicklung. Also es gibt nicht nur in Palo Alto. Okay. Wenn ihr Lust habt, reden wir jetzt noch ein bisschen über sonstige Apps, die so im Autoumfeld für uns alle interessant sind. Dann machen wir jetzt, würde ich sagen, mal so einen Cut zu dem Thema, was Daimler direkt betrifft. Der Kai hatte vorhin noch was ganz Interessantes. Wir waren vorhin schon in den Vorgesprächen ganz kurz, schau nicht so rätselhaft. Ich sage nur bam, 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 bam. Wir waren beim BMW. Du erinnerst dich? Ja, also wie Autohersteller, versuchen sich natürlich auch entsprechend im jeweiligen werblichen Umfeld zu platzieren. Ne? Mission Impossible und der i8 ganz groß zu sehen, mehrfach. Ja, also wie gesehen, solche Zukunftsstudien werden ja so gesehen heutzutage teilweise nicht nur einfach als Zukunftsstudie entwickelt, wobei der i8 ist ja die Idee eines tatsächlich in Zukunft zu entwickelnden Autos. Oder vielmehr befindet sich gerade in der Entwicklung. Aber so früh den jetzt schon mal entsprechend in einem solchen Blockbuster unterzubringen, mal schauen, wann entsprechend auch Daimler so gesehen in irgendeinem Film sein neues System unterbringen wird. Oder sein Konzeptfahrzeug. Ich habe da auch noch ein Bild, das ich nochmal ganz kurz zum Besten geben kann. Das ist dieser F125, ne? Ja, korrekt. Das ist der F125. Das ist das, was so gesehen die große Vision entsprechend ist auf deren Seite. Also sowas in der Art und Weise, so große Visionen gibt es sicherlich von allen Herstellern. Aber sieht schon schick aus. Ja, das ist also der verrückte Effekt war ja, als ich diese App, die kann man ja leider nicht benutzen draußen, die sieht man ja auch nicht, die kannst du nicht downloaden. Aber wenn du die benutzt, dann kommst du ja vor wie so ein, kennst du diesen Tamagotchi-Effekt? Ja. Dass dieses mein Auto habe ich ständig bei mir und ich kann das ständig irgendwie anders konfigurieren, wenn ich will. Und wenn das Auto parkt, dann steht da 95% der Zeit und trotzdem habe ich ständig Kontakt zu meinem Auto. Ich kann das Auto irgendwie Messages, das ist ja total dämlich. Wirklich gut, du hast auf einmal ein anderes zum Auto. Vorher gehabt, dass durch diese komische App, die halt eben mit dir macht, Klimaanlage, Multimediasteuerung, Gestensteuerung, neue Apps da reinladen, neue Musikstückchen, Filme, was weiß ich was. Also es fühlt sich völlig anders an. Du kannst sogar Freunden sagen, wo du gerade unterwegs bist, hey Jungs, ich habe gerade eine Eintrittskarte besorgt, die kannst du über die App quasi steuern und den einfach zuschieben. Eine Gestensteuerung im Auto, also du sitzt als Beifahrer 2 Meter und eigentlich im Bildschirm entfernt und steuerst über Gesten, also wie in diesem, wie heißt dieser eine Zukunftsfilm mit Tom Cruise? Minority Report. Ja genau, das ist genau das gleiche und es funktioniert tatsächlich. Es gibt sowas auch bei Audi mit Gestensteuerung, die Überlegung, dass Informationen von Rechtsbeifahrer, der quasi der Infomanager ist für den Fahrer beim Urlaub,
an Sachen, die er entdeckt hat, also irgendwelche touristischen Sachen, die mitgeschrieben, dass beide das sehen können, auf so einem Klappdisplay, das durch die komplette Fahrerfront geht. Und wenn der Fahrer sich das links rüberschiebt, bekommt dann ein bisschen andere Ansicht, wo er halt eben hin navigieren kann, um da hinzukommen. Also alles mit Geste gelöst, weil man halt eben sagen will, du musst das irgendwie mit dem Finger hinzufassen, sich von über zu beugen. Sehr gut. Ja, ich wollte auch was dazu sagen, und zwar Head-Up-Display, das ist genau das Ding, worauf ich auch scharf bin als grafikverliebter Mensch. Da würde ich mich freuen. Alles wird auf die Frontscheibe dezent projiziert und auch immer wieder aus- und eingefadet. Das würde ich mir vorstellen für die Zukunft. Das finde ich so richtig geil. Also erst bei einer Aktion, die irgendwie stattfindet, entweder links abbiegen oder das und das, so dezent eingeblendet, dann ausgeblendet, und das finde ich richtig sexy. Also wenn das irgendwie vernünftig umgesetzt wird oder quasi mit einer Spracheingabe gekoppelt, dass man sagt, zeig es mir nochmal an oder irgendwas in der Art, also da hätte ich tausende Ideen, das finde ich richtig geil. Das gab es doch. Haben auch ihre Schwierigkeit. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit das Vergnügen, mit dem Camaro zu fahren, der das hatte. Und da ging es halt nur um Geschwindigkeitsanzeige etc. Mhm. Bei richtig grellem Sonnenlicht war da schon sehr wenig noch drauf zu erkennen. Und das war nur eine Farbe, das war ein dunkles Blau, was da angezeigt wurde. Wenn man da jetzt irgendwie ein farbiges Display noch haben möchte oder sonst irgendwas, wird das wirklich schwierig, da irgendwas zu erkennen. Also man kann bestimmt simple Sachen, wie zum Beispiel, es ist eine Nachricht da oder solche Sachen anzeigen, aber alles, was irgendwie ein bisschen definierter werden muss, wird da glaube ich schwierig auf diesem Display. Obwohl ich mir da vorstellen könnte, dass da für die Zukunft irgendwelche Lösungsansätze folgen. Ich erinnere mich da gerne an eine Show, die ich damals betreut hatte, vielleicht kennt ihn noch jemand, 21 mit Hans Meiser. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, ich fand das absolut sexy. Jemand stand in der Kabine drinne und sollte dann nach einer Zeit nicht mehr gesehen werden. Das heißt, dieses Glas wurde mit irgendwelchen elektrischen Impulsen gefüttert und wurde milchig. Und das ist schon mal ziemlich cool. Das ist vielleicht so ein Ansatz, der auch in so Lösungen integriert wird. Also natürlich nicht, dass das Glas milchig wirkt, aber dass sich vielleicht unten Heads-up-Display-mäßig irgendwas tönt, sodass du das wieder auch bei grellem Sonnenlicht tagsüber besser sehen kannst. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges gezaubert werden kann. Das war also, ich hatte letzten Monat für 3 Tage von BMW ein X3. Der hatte dann auch das Navi als Head-Up-Display. Ich versuche mich mal dran zu erinnern. Es war auf jeden Fall orange, es war auf jeden Fall grün dabei und ich meine auch noch gelb. Also dieses mehrfarbige hat funktioniert. Und von der Anzeige war das jederzeit 1A zu lesen. Und ich bin wirklich bei Autos nicht so derjenige, der da auf Extras und so achtet oder die ich gerne haben möchte. Aber so ein Head-Up-Display und sei es auch nur fürs Navi, das war jetzt so, könnte in Zukunft neben einem Skisack mein zweites Ausstattungswunschding immer werden. Das war schon wirklich, wirklich geil. Und ich denke mal, es ist schon besser. Klar, das iPhone in der Hand, na gut, nehmen wir mal eine Magic Mouse zu haben beim Fahren, ist schon gefährlich. Wenn ich mir dann überlege, ich habe zwar ein größeres Display, nehmen wir mal so ein iPad, das habe ich dann in der Mittelkonsole, nicht besser. Also wenn dann doch wirklich diese Setup-Display-Lösung, nur da ist natürlich der schmale Grat, wie weit kann ich es noch machen, bevor es den Fahrer wirklich ablenkt. Richtig, ja. Das Spannende ist übrigens ein, hört ihr mich gut? Ich weiß nicht, ob das wieder länger kurz im Leben geht. Läuft. Okay. Ja, und zwar, was ich eigentlich spannend finde, das kann man durchaus sagen, was durch die Experience am Computer, also es sind ja relativ viele Gamer dabei, auch Männer gamen auch sehr stark wie Frauen, dass dann auch bestimmte, wie soll ich sagen, Erfahrungswelten gewohnt ist, die du dann auch aufs Auto überträgst. Also es gibt erste Autohersteller, die sich überlegen zu sagen, es geht nicht nur um Head-Up-Displays, sondern dass du komplett diese gesamte Tachoanzeigesystem rausschmeißt, diese Hardware mit dem blöden Zeiger, sondern dass du, das wird wahrscheinlich sogar bei Audi sein, in der Premium-Klasse, jetzt beim A8 oder sowas, habe ich gehört, dass man überlegt, dass man komplett das Ganze mit Skins löst, also mit Templates. Du kannst es selber bestücken, okay, links oben gibt es stattdessen Navi und rechts will ich erstmal Tacho haben und Drehzahl brauche ich sowieso nicht, Benzinanzeige interessiert mich gar nicht. Also das Ganze wirklich wie eine Art Tablet gelöst wird, wo man versucht, diese, wie soll ich jetzt wirklich, also ja, das ist wirklich die Experience vom Computer wird immer stärker und es kann sein, dass der Kunde das auch im Auto erwartet, dass es sich ähnlich anfühlt und ähnlich ausschaut. Und das ist durchaus ein Faktor, den man sich überlegen muss. Es bestimmt ja die Designwelt und die Designwelt reagiert ja auf das, was man in der Erfahrung der Umwelt nimmt. Es kann manchmal, es ist nur die Frage des Nutzens und der Ratio, sondern einfach, was kennt der Kunde draußen? Dazu fällt mir noch was anderes ein. Und zwar, ich weiß nicht,
alle haben wir Computerspiele gespielt oder spielen welche. Wir kennen alle einen Lebenspunktebalken. Also ich möchte jetzt nicht einen Lebenspunktebalken im Sinne von, ist das Auto noch heile? Ich sag mal, wir kennen es alle. Der übliche Tacho hat ja diese kreisrunde Anzeige. Und das ist zwar alles ganz gut, aber eigentlich brauche ich eine ganz andere Information. Eigentlich brauche ich, also jedenfalls, ich würde mir was anderes wünschen. Also ich kann bei Online-Spielen ähnliches, kann ich das Kind nicht nur das Kind verändern, sondern ich kann auch so richtig Apps entwickeln. Und was ich mir wünsche, ist eigentlich eine Anzeige, die so in Balken ist. Der erste Block ist meinetwegen bis 30 km/h, der nächste ist bis 50, dann bis 80, also die üblichen Geschwindigkeitsstufen, in denen man meistens auch so sich im Verkehr unterwegs sein darf oder kann oder möchte. Und was alles über, sag ich mal, 160 hinausgeht, ist dann eigentlich nur meinetwegen eine Zahl oder so. Ist nicht mehr relevant, aber es gibt gewisse Geschwindigkeitsstufen. Hatte der Bingo aus den späten 90er Jahren? Der hatte so ein Display in der Mitte, da wurde die kmh-Zahl angezeigt. Und darüber gab es einen Balken, der lief. Und der hatte, ich glaube, einen roten Strich dazwischen bei 30 und dann nochmal bei 50. Ja. Im Display. Also das gab es schon mal. Also am normalen Tacho habe ich das auch, so kleine Striche. Aber ich wünsche mir das noch deutlicher und größer, für mehr Zahlen. Ich kenne das nur von Speed, mit dem roten Strich bei der 50, wo du nicht drunter durftest. Okay, das ist fast das Gleiche, nur ein kleines bisschen anders. Ja, kann man so sehen, ja. War übrigens ein sehr schöner Film. Eine kurze Frage in die Runde. Glaubt ihr, das ist mal so eine Richtung wie Social Driving? Also sowas wie, es gibt ja alles jetzt Social Commerce, Social Networking, blablabla. Glaubt ihr nicht, dass diese ganzen Apps auch in Richtung Social gehen? Also wer fährt von den Nachbarn am ökologischen, von A nach B oder so, also ich weiß nicht, irgendwie Spiele und Elemente, wird das nicht kommen oder ist das Quatsch? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Sicherheitsproblem wird, weil das heißt ja, die Autos würden untereinander kommunizieren oder übers Internet irgendwie kommunizieren. Und in dem Moment kannst du ja auch wieder das Auto hacken quasi und ich weiß nicht, was du da beeinflussen könntest, wie die dann von innen vernetzt sind, aber das ist, glaube ich, wäre ein Riesenproblem und dass das erstmal zumindest nicht so einfach ohne weiteres gehen würde. Vielleicht untereinander das eine Marke dann über ihren eigenen Server, den sie selber kontrollieren können, das machen, aber garantiert nicht von irgendwelchen Drittanbietern. Aber was natürlich sein könnte. Sorry, Kai, erzähl. Oh ja, die mit der sauberen Verbindung zuerst. Juhu! Ich hatte natürlich gerade, ich habe so heftig meinen Kopf geschüttelt, weil ich dachte, Social Driving geht jetzt in die Richtung Carsharing und naja, ich fahre dahin, will es nicht mitfahren und bekam schon Panik, weil, nee. Nicht beim liebsten Deutschen sein Spielzeug, nicht beim Auto. Genau aus diesem Grund. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich in irgendwelchen Schwellenländern oder sowas, wobei, da ist es ja wahrscheinlich noch eher Statussymbol, ich glaube nicht, dass das Zukunft hat, auch wenn es ökonomisch und ökologisch durchaus sinnvoll wäre. Gibt es ja schon solche Apps, also rein als Apps. Mitfahrzentrale als App. Genau. Aber ich glaube, Robert meinte eigentlich noch was ganz anderes. Robert meinte ja auch dieses Thema, was es jetzt ja auch schon als App gibt. Moment, ich muss mal kurz nochmal das Bild raussuchen. Ich hatte dazu entsprechend ein Bild. Das muss ich nur nochmal wieder... Ich muss nochmal das Bild wiederfinden, genau. Mhm. Ich meine, das kann ich mir vorstellen. Die kommunizieren miteinander. Dann fährt das Auto vorne weg und du bist ein Freiwendendecker. Also wenn du durch die Gegend fährst und jetzt anderen Leuten fragen, wie schön die Gegend ist, wie machst du das denn heute? Das geht gar nicht. Das ist keine Chance. Wenn du nicht meine Fahrer aus deinem blödes Handykamera und sagst, vielleicht mit einem Auflädchen schmeckt, aber das kannst du heute nicht empfehlen lösen. Wenn das Auto, wenn die Systeme vernetzt sind, die GPS-Abgabe, kannst du das hervorragend lösen, theoretisch. Das sind so relativ kleine Social Driving Experiences, die man halt einbinden kann. Es gibt ja so eine App schon jetzt. Man haben alle ihre Google-Kameras oben drauf und dann wird immer hier Google World abgedatet dadurch. Ja, warum nicht? Hey, wir vernetzen uns sowieso alle. Ja, ja. Also es gibt so eine App jetzt ja schon, hier diese Cabrio-Wetter-App von Daimler für ein Smart. Ist ja eigentlich im Prinzip, hey, es ist schönes Wetter, wollen wir gemeinsam irgendwo hinfahren? Damit fängt das, was, glaube ich, Robert meinte, eigentlich ja schon so ein bisschen an. Ja, richtig. Es gibt ja Trucker-Wettbewerbe, die halt eben untereinander Wettbewerbe machen. Das läuft sogar, glaube ich, in dem Fall über Daimler. Da gibt es ja 400 Trucker-Anbieter, also Truck-Anbieter. Und dann haben die wirklich diese Öko-Wettbewerbe. Die sind echt gerade beliebt bei den Truckern. Wer fährt am ökologischen? Also Effizienz unter Gesichtspunkt von Treibstoff. Ja, der Austausch für so eine Geschichte könnte ja auch via Twitter oder ähnliches erfolgen. Hashtag Kilometerstand oder so. Also
ich kann mir gut vorstellen, wenn das ein gutes Netzwerk ist, wo du statt Facebook hast du Kabel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ja. Weiß ich nicht. Ich kann das so doof. Kai, bitte gleich mal die Domain reservieren. Kbook.de. Yes, los. Also was ich mir zum Beispiel noch vorstellen könnte, was so Apps gibt, die irgendwie mal kommen könnten mit dem entsprechenden Zubehör, wäre eine ADAC-App, wenn man irgendwo am Straßenrand liegen bleibt, die dann gleich schon das Auto ausliest, weil die meisten Autos haben ja heute die Schnittstelle, wo man die Fehlersuche dann laufen lassen kann, und diesen Fehlerbericht gleich mitsendet an den ADAC-Anruf, damit die gleich wissen, was könnte das Problem sein, und da kommen sie nicht erst, und hinterher holen sie doch nochmal einen Abschlepper oder sonst irgendwas, oder bringen den entsprechenden, das entsprechenden Satzteil gleich schon mit. Genau, dann sagt der ADAC direkt, dafür haben wir eh die Kunden jetzt, die Codes nicht, rufen sie direkt bei BMW an. Genau. Ja, und so müsstest du zusätzlich noch Texte eingeben können und nur Cola und Cheeseburger, bitte. Nein, aber sowas finde ich, das wäre mal eine richtig sinnvolle Sache. Das hat mich auch letztens, dass sie dann zweimal kamen und ja, am Ende stand das Auto immer noch da und die hatten nicht die richtigen Teile dabei. Ja, also was mir allgemein auffällt, das finde ich total spannend, des deutschen Autos seine Hoheitsgebieten, sein Wohnzimmer, und das wird nicht geändert. Einen unterschwelligen Eindruck habe ich nicht, vielleicht weiß ich nicht, weil seid ihr alle Geeks, und mir ist auch gefallen, wenn ich mit anderen Geeks über Auto und Internet und Digitalisierung unterhalte, dass der ausgerichtete Geek immer sagt, brauche ich alles nicht. Dann denke ich immer, ich rede mit irgendeinem Zeitungsleser. Ja. Und das fällt mir auch immer auf. Das ist echt erstaunlich, wie gering da so die, wie soll ich sagen, Begeisterung oder brauche ich nicht, ist so, aha. Thema Auto, siehe da. Das liegt vielleicht daran, dass wir da eigentlich eher an die Autoschrauber-Generation und Leute denken müssen. Wer hat früher an seinem Mofa das Ritzel umgebaut? Ich saß mal auf dem Mofa, das hat 125 km/h gebracht. Das war cool. Ich habe gesagt, die Kiste rastet nur unter Mieter zusammen. Also, war leicht illegal, aber egal, war nicht meins. 125 war ein guter Tuner, also nicht schlecht. Ja, aber dafür hat, das war eine Show. Was kannst du dir vorstellen, was sie gerappelt hat? Der hat den Port, der ist hinten wirklich hochgegangen noch. Dann hat er dann eine Halterung gebaut und dann ging er nochmal irgendwie so einen gefühlten halben Meter nach hinten. Pervers. Aha. Das war nur pervers, also. Aha, hat verdichtet. Ja. Hat ja auch mit Gas. Ja, auch. Nitro, genau. Lachgas, genau. Lachgas, ein Spritzer für die Mofa. Auf dem Niveau ist das dann, alles klar. Er hat nochmal ja, Smart App hier mal runtergeladen. Ja. Und da fällt mir direkt auf, wenn ich mir diese Navi-Funktion hier angucke und die mal freischalte, diese 30 Tage, das erinnert mich mehr an Kinderspielzeuge als an ein ernstzunehmendes Navigationssystem. Also das finde ich ganz schrecklich gelöst. Besonders wenn man anfängt, auf Adresse zu klicken und dann erstmal nach der Straße gefragt wird, Hausnummer, und dann kommt erst der Ort. Das finde ich doch eher suboptimal. Bei der Fahrt bedienen zu müssen, dann denke ich mir, dann ist der Unfall eigentlich schon vorprogrammiert. Ist vielleicht eine Frage des Verständnisses, mit welche Leute die App nutzen. Leute, die eine ganz normale Postanschrift eingeben, fangen an mit Name, Straße, Hausnummer und machen dann weiter mit Postleitzahl und Ort. Das ist ja die normale Reihenfolge, von daher. Aber du kennst nicht immer die Straße. Aber doch nicht auf dem Navi, da wird dir doch erst der Ort vorgeschlagen, tippst B-O-N und du bekommst dann schon Bochum, Bonn vorgeschlagen. Das heißt, da habe ich schon mal irgendwie einen Vorschlag, den kann ich bestätigen. Und dann sind wir ja schon bei der Hausnummer, beziehungsweise beim Straßennamen. Das ist ja irgendwie eine Logik, die sich ja so etabliert hat mittlerweile, also meiner Meinung nach. Ja, aber dieses, hast du nicht vergessen, das Smart, der fährt sowieso nur in der Stadt, da kommt er nicht weiter. Also GPS ist ja schon mal. Okay, da darfst du gar nicht woanders hin. Okay, was erschließt sich mir? Okay. Ja, es ist einfach wirklich eine Reichweitenfrage, was man mit dem Smart so macht. Okay. Diese eine Entscheidung. Jetzt verärger den Jagd nicht schon im Vorfeld. Der hat bald einen. Der darf halt aus Essen nicht rausfahren. Technisches erstes Fazit. Google Hangout ist als Lösung für so eine Videoaufzeichnung ohne die On-Air-Funktion nicht wirklich sehr gut. Und wir können andere Teilnehmer schlechter einbinden, also Leute, die gerade nicht direkt wirklich auch im Videochat dabei sind, werden vielleicht eine andere Plattform suchen. Mal schauen. So oder so, freue mich aufs Feedback.
Hi, sag mal was, bitte. Was? Ah, Mikrofon stumm gemacht. Sollte man fürs nächste Mal für jeden haben, jeder stellt, hat ein Stofftier zur Hand und stellt sein Stofftier hin, wenn er gerade mal nicht am Platz ist. Wir bleiben in Kontakt. Man hangoutet sich dann wieder.